Willkommen bei einem weiteren Loki am Sonntag. Die Folge steht ganz im Zeichen von der Gamescom, denn nächste Woche ist es soweit. Da fahren wir ja am Mittwoch aus und kommen am Samstag dann wieder zurück. So viel dazu einmal, kann man später, wenn wir dann ein bisschen mehr drüber reden. Danke für die riesen Resonanzen immer unter die Loki am Sonntag Videos, das freut mich immer total. Bin da echt begeistert, dass da so viel Resonanz zurückkommt und ich einfach merke, dass eigentlich das Format taugt. So, soviel dazu. Dann zur Gamescom. Eben wie gesagt, Mittwoch bis Samstag, also am Samstag kommen wir wieder zurück. Zwei Tage besuchen wir die Gamescom. Wir haben uns da auch was vorbereitet. Das zeige ich eigentlich. Da muss ich jetzt einen kleinen technischen Fail machen, aber ich möchte es eigentlich trotzdem sagen. Ich habe es nämlich schon erwähnt. Wir haben ja uns T-Shirts gemacht. Und da ich jetzt die Kamera horizontal gedreht habe, ich hoffe, dass das jetzt während der Aufnahme geht. Schaut nicht so schlecht aus. Ja, geht gut. Das geht gut. So schauen die Leibeln aus. Einmal vorne mit Loki TV. Das werden wir da noch ein bisschen ändern, dass das nachher ein bisschen größer ausschaut. Hinten ist es ganz super geworden. Let's Plays mit Dialekt. Also die zwei Tage, wo wir auf der Gamescom sein. Da laufen wir mit den Leibeln um. An die, wenn uns jemand erkennen sollte, erkennt man uns eben. Ciao, das nochmal, zack, und so passt es wieder. Wir werden gemütlich die Gamescom durchschreiten, sage ich mal, und uns halt ein bisschen was anschauen, die Neuigkeiten, was es so gibt. Also wir haben nicht vor, dass wir uns da stundenlang irgendwo anstellen, damit wir ein Spiel zocken können oder so, sondern wir machen das alles schön gemütlich. Ich freue mich auch schon auf den Aiden, dass wir uns mal live sehen. Und böse Worte sind mir gegenüber erwähnt worden in unserer WhatsApp-Gruppe. Es sind auch die zwei Mädels dabei, die was wir aus Final Fantasy XIV kennen. Das ist die Bitch, die Walli und die Isa, die werden auch dabei sein. Aber nur am Donnerstag, so viel ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da werden wir uns eine schöne Zeit machen. Dann, Punkt 2 waren die T-Shirts und sehr viel Livestream haben wir die Woche gemacht. Ich kann eigentlich nachher noch schnell was einblenden. Wie gesagt, No Man's Sky ist rausgekommen die Woche und das ist ein absolutes Suchtspiel. Also ich habe da jeden Tag sicher bei den 6 bis 10 Stunden habe ich gespielt. Am Mittwoch habe ich es gekriegt und jetzt mal live gestreamt. Und eben da sind sehr viele Follower dazu gekommen. Ich blende es jetzt ein. 30 allein die Wochen durch das Spiel. Einmal danke an die Follower und viele haben sich auch auf dem YouTube-Kanal verirrt. Sind einige Abos dazugekommen. Schaut euch die Videos an. Ich hoffe, es taugt euch. Und danke auch dafür. Was ist die Woche noch gewesen? Firewatch ist im Let's Play durch. Am Donnerstag ist die finale Folge rausgekommen. Bisschen Überlänge. Die ist 50 Minuten lang geworden. Ist aber bei dem Spiel, sage ich mal, egal. Ich habe mich da komplett verschätzt mit den letzten Szenen, die haben doch länger gedauert, wie ich gemeint habe. Ja, ist halt eine Stunde geworden. Hat mal eine Stunde mehr Spaß an dem Spiel. Wem es gefällt, ich blende jetzt nachher noch oben Infokarten ein, dann kann man da auf die Playlist klicken und sich das mal anschauen, wenn man will. Uncharted läuft natürlich ganz normal weiter. Während der Gamescom, ich werde es nicht mehr da tun, dass ich jetzt noch 6 Folgen aufnehme. Nächste Woche wegen der Gamescom eben wird es so sein, dass man jeden zweiten Tag gleich ein Video sieht von Uncharted. Ist halt einmal so und dann geht es wie gewohnt täglich weiter. Außerdem bin ich immer noch auf der Suche nach dem nächsten Let's Play Projekt, was ein bisschen länger dauern kann. Damit man da auch länger wieder Freude hat, weil Journey möchte ich sowieso machen, aber erst nach der Gamescom, die werden wir nachher da hochladen, aber das dauert halt 2 Stunden und das sind 6 Folgen, vielleicht wären es maximal 7 und dann war das aber auch schon wieder durch und dann suchen wir uns ein bisschen längeres Let's Play. Das waren eigentlich alle News zu der Woche. Wie gesagt, sehr viel Livestream haben wir wieder gehabt, taugt voll, eben auch, weil so viele Leute dazugekommen sind, die was das parallel und spielen und den Livestream schauen und da super Unterstützung ist, mit Hilfe, wie was geht, was ist besser, was kann man bei dem Spiel machen und so. Eben No Man's Sky ist absolut ein Wahnsinnsspiel, also mir taugt es voll. Es scheiden sich zwar die Geister, aber das kommt auf einen persönlich drauf an, ob jemandem so ein Spiel gefällt oder nicht. Könnt ihr mal vorbeischauen. So,
wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die nächste Woche.